Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront, Schlacht von Jakku diesmal. Der DLC ist draußen, der erste kostenlose DLC. Eigentlich eine kleine Frechheit, das überhaupt DLC zu nennen, denn es ist eigentlich nur ein neuer Spielmodus, immerhin, neuer Spielmodus nicht schlecht, und zwei neue Karten. Die kann man hier oben auch einstellen in der Kartenrotation, ob man nur die des Hauptspiels haben möchte oder plus Schlacht von Jakku. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts gespielt. Wendepunkt der neue Spielmodus. Die imperiale Flotte verteidigt sich gegen einen entschlossenen Angriff der Rebellen auf Jakku. Und da werden wir doch direkt mal loslegen. Eine Runde hier. Battle of Jakku, Wendepunkt. Friedhof der Giganten. Nach der Zerstörung des zweiten Todessterns bündelt sich immer noch mächtige imperiale Flotte ihre gesamte Kampfkraft in ihrer Waffenfabrik auf Jakku. Die Rebellen haben die Basis allerdings entdeckt und bereiten nun einen Angriff vor, der den Krieg für ein für alle Mal entscheiden könnte. Ja, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob wir in dieser Runde als Rebell oder als Imperiumssoldat starten. Lassen wir uns mal überraschen, wenn die Ladezeiten denn hier irgendwann mal vorbei sind. Bin auch mal auf den neuen Modus gespannt, Wendepunkt, da habe ich noch gar nichts von gehört, denn ich habe, gestern gab es ja einen Livestream, da habe ich noch gar nichts, den habe ich nicht gesehen und habe auch nichts drüber gelesen, was da jetzt so enthüllt wurde. Alles klar, wir starten rein in die Runde, in die laufende Runde Friedhof der Giganten. Okay, es hat scheinbar auch gerade erst angefangen. 5 Minuten laufen runter. Verteidige alle Kontrollpunkte. Alles klar, Leute. Es geht los. Battle of Jakku. Verteidige diesen Kontrollpunkt. Überlass sie nicht den Rebellen. Okay, da vorne ist schon Rabatz. Rabatzi. Achtet auf Rebellen. Da vorne ist irgendwo so ein Gammler. Das war impulsiv oder explosiv. Okay, man kann die Sachen scheinbar nicht mehr zurückholen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Wenn es einmal eingenommen wurde, ist es eingenommen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen das falsche Gewehr hier am Start. Ist doch relativ weiträumig hier. Ja, geh mir aus dem Licht, Junge. Von hinten kommt einer. Okay, diese komische Kapsel, wo wir uns hier hinter verstecken. Dieser Fuß vom Raumschiff ist vielleicht nicht das beste Versteck. Das ist wirklich nicht das beste Versteck. Alter, schon wieder die Waffe nicht gewechselt. Man nimmt einen Kontrollpunkt. Wo sind sie denn? Gerade umkämpft ist da. Sollte ich da vielleicht mal hin? Der Punkt da in der Mitte hat mir bis jetzt eh nicht so viel Glück gebracht. Sind übrigens Schauplätze wohl aus dem Film. Also, ich bin jetzt auch vom Film noch nicht so stark gespoilert. Und weiß gar nicht so extremst genau, was beim Film abgeht. Aber sollen, ist wohl in Zusammenarbeit mit dem Film-Team jetzt nicht, aber mit Lucasfilm gemacht worden und sind wohl Schauplätze aus dem Film, die wir hier sehen. Also Jakku ist wohl irgendwie ein neuer Planet, wenn ich das richtig gerafft habe. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich hier gerade euch übelsten Scheiß erzähle. Gefährliches Halbwissen hier meinerseits, aber ich denke, dass das schon so ein bisschen einigermaßen zumindest stimmt, was ich hier erzähle. Ja, lange hat es gedauert hier mit dem dummen DLC, muss ich sagen. Denn ich bin schon hier eine ganze Weile am Start heute und habe immer mal wieder reingeguckt, ob ich das Ding downloaden kann. Und das ging leider nicht, auch wenn angekündigt war, dass es um 13 Uhr unserer Zeit heute eigentlich zum Download verfügbar sein soll. War dem nicht so. Wir haben jetzt 16 Uhr durch. Und, oh shit, wir werden da gerade übelst gefistet. Und dann konnte ich es auch wirklich erst downloaden. Also es wäre ja sinnvoll gewesen, den Download dann schon mal vorher freizugeben. Damit man dann wenigstens, wenn es denn losgeht, damit jeder gleiche Chancen hat und ich mit meiner Krepelleitung nicht dann noch eine Stunde hier den DLC downloaden muss. Ja, eine Stunde hat es jetzt nicht gedauert. Waren 1,5 GB, hat 20 Minuten gedauert, glaube ich.
aber Leute mit einer 100.000er Leitung konnten natürlich dann direkt zocken. Und es waren sowieso schon auch einige Chinesen und so auch schon am Start, deutlich früher. Die haben schon mittags irgendwann gezockt. Ich denke mal, das wurde regionsweise freigegeben. Finde ich ja nicht ganz fair. Also es sollte dann schon für alle gleich sein. Wenn es natürlich sowieso schon unfair war, weil du als Vorbesteller ja nur hier Battle of Jakku spielen kannst. Ich krieg hier nichts mit, ne? Also ich bin hier immer schon halb tot, bevor ich überhaupt was mitbekomme vom Kampf. Ja. Schon mal ein anderes Gewehr. Ich nehme mal hier das EE3. Das ist ein bisschen besser auf Range. Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Ja, der mittlere Kontrollpunkt hier, der ist stark umkämpft. Leute, ihr wisst schon, dass ihr da rein müsst, ne? In diesen Kreis, um das zu verteidigen. Ich verstehe nicht, warum mein Team da so rum pimmelt und den dummen Kontrollpunkt nicht einnimmt und nicht diesen Kreis betritt. Guck mal, da stehen sie alle. Geh doch weg. Steht der da mit seinem dicken Holzkopf im Weg, mein eigenes Teammate. Ah, mitgenommen habe ich ihn noch. Nice. 9 Sekunden noch, Leute. Dann ist es hier schon vorbei. Die erste Verteidigungslinie hier gehalten, scheinbar. Sieg. Verteidige alle Kontrollpunkte, Leute. So sieht's aus. Nice. 5:4 noch. Ah, das ist jetzt nicht so der Mega-Burner, aber weil es so schlecht angefangen hat, ging es ja noch. Gerard the Game, oh Junge, der ging ja richtig ab. 8 Kontrollpunkte verteidigt. Gibt hier noch ein paar Punkte. Machen wir noch eine Runde, Leute. Eine Runde zeige ich euch noch. Ich guck mal, wie viele Folgen ich heute online bringe. Auf jeden Fall diese hier, logisch. Die seht ihr ja so oder so heute. Also für euch ist es ja immer heute in dem Moment, wo ihr es seht. Wenn meine Internetleitung es schafft und ich es schaffe und mein Computer es rendermäßig schafft, dann kommt auch noch eine zweite Folge und vielleicht sogar noch eine dritte. Aber ich denke mal, zwei sind am ehesten realistisch. Also ich denke mal, die Folge hier noch und danach kommt noch mal eine. Ich denke mal, so in 2 Stunden oder so, nachdem die hier erscheint, 2 bis 3 Stunden danach, sollte dann auch die zweite Folge erscheinen, so hoffe ich zumindest. Ansonsten dann morgen wieder Battle of Jakku. Diese Woche wird es dann sowieso hier vermehrt Battlefront Battle of Jakku geben. Denn, ja, neuer Content, ne? Macht Sinn, den dann zu zeigen. Okay, Leute, wir sind ja auf Rebellenseite am Start hier. Mit unserem EE3 Blastergewehr. Was als Rebell vielleicht gar nicht so schlecht ist, mit der Pistole dann zu starten, weil man ja doch dann eher noch im Nahkampf ist. So, jetzt give me the action hier. Ich werde auf jeden Fall nicht durch die Mitte gehen. Das erscheint mir nicht so schlau. Ich kann auch noch gar nicht so genau einschätzen oder noch gar nicht sagen, was dann passiert, wenn wir hier einen Punkt erobert haben oder sogar 2 oder 3. Ich würde einfach mal vermuten, weil da ja noch so komische Pfeile sind, dass es danach noch weitergeht, also dass man jetzt nicht gewonnen hat. Und dann wären auch 15 Minuten Map-Time so ein bisschen kurz. Ich denke mal, dass wenn wir einen Punkt eingenommen haben oder so, oder vielleicht brauchen wir noch mehr, das weiß ich nicht. Feindliche Einheiten nähern sich unserer Position. Was hat der für einen Move gemacht, der Junge? Egal, wir sind hier am Einnehmen. Wir stellen uns auf jeden Fall besser an als die Rebellen eben. Wir haben jetzt den Mittelpunkt schon halb eingenommen und auch hier sind wir schon Kontrollpunkt wird gesichert. Gut am Start. Kommt da einer von hinten und mein Teammate rafft es auch überhaupt nicht. Jetzt rafft das. In der Mitte wird schon ordentlich erobert, dann gehe ich mal zur Mitte.
Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir das eingenommen haben. Ich denke mal, wir brauchen alle... Nein, wir brauchen nur einen Punkt. Alles klar, okay. Ich hätte gedacht, wir brauchen alle drei. Dann war es eben eine knappe Geschichte, weil den einen hatten wir auch wirklich schon fast verloren. Okay, alle drei einnehmen in 6 Minuten wäre vielleicht auch was viel. Guck mal, geil. Jetzt gibt's hier sogar, kann man hier sogar Raumschiffe holen. Wusste ich gar nicht, dass es die auf der Map hier auch gibt. Wo sind die Gegner? Da hinten ist einer am Start. Der ist, glaube ich, down jetzt. Sah so aus. Alter, richtig geil, oder? Richtige Battlefield-Stimmung hier. Obwohl wir Battlefront spielen. Nee, im Ernst. Also, von der Stimmung her bis jetzt, geiler Shit. Besser als, wie heißt es? Vorherrschaft, glaube ich, ne? Fällt mir besser als Vorherrschaft, auf jeden Fall, der Modus. Und sowieso besser als Kampfläuferangriff. Der ist ja sowieso ein bisschen imbalanced. Auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie in der Beta. Und vor allen Dingen, da sind auch... Ja, okay, Kampfläuferangriffs. Einige Maps sind schon ganz cool. Ja, leider keine Ionengeschosse hier am Start. Ich wusste ja auch nicht, dass... hier Fahrzeug-Action ist. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme hier irgendeinen Power-Up mit Raketenwerfer oder sowas. Du Peniskopf! Oh. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Und dann klaut er mir noch den Frag. Ich glaube, es geht los. Oh, und dann werde ich gekillt. Ne, Leute, das ist so typisch. Das ist so typisch. Ich mache die ganze Arbeit. Vor allem die Arbeit, das Ding einsammeln. Und dann, ne, wird man nicht belohnt. Also geht's mir den ganzen Tag schon. Eben schon ein bisschen warm gezockt. Okay, die Rakete, die spare ich mir auf, wenn wieder irgend so ein Gefährt hier ankommt. Jetzt mache ich hier Sneaky Action, wollte ich gerade sagen. Mache ich es ganz sneaky, aber war nichts mit sneaky. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, ne? Hier komme ich nie mehr raus. Hä? Wie das? Wie ging das? Ich spiele gerade die schlechteste Partie Star Wars Battlefront ever. Ohne Mist, ich bin nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Leute, die mir öfter zugucken, wissen das. Hoffe ich. Also so ein 2-1er-Ratio habe ich eigentlich immer mindestens. Alles, was anders ist, ist schon echt schlecht. So ein 3-1 ist eigentlich... schon okay, aber ich will gar nicht wissen, was ich jetzt habe. Oh Gott. 1-4. Was war das? Das war so ein dunkler Darkstorm Trooper. Da ist einer Level 50 schon. Aber gar nicht so leicht, hier vorwärts zu kommen auf dem offenen Feld. Das ist hier schon ein ziemliches Opfer, möchte ich mal sagen. Vielleicht muss ich auch mal eine andere Konstellation nehmen. Hier mit meinen Granaten kann ich auch nicht so viel reißen. Auf Entfernung. Vielleicht sollte ich mal hier diese, diesen Ionenschuss. Diesen Sniper. Den er da hatte, aber versetzt hat. So, Junge, du kriegst jetzt. Jawoll! Vitalangriff hier. Da ist doch noch der dunkle Stormtrooper. Wo ist er jetzt? Komm her, du. Lümmel. Kleiner Lümmel, du. So, wir haben es hier auf jeden Fall jetzt. Wir sind am Einnehmen. Versteck mich mal hier so ein bisschen pussymäßig. Boah, weil ich genau weiß, wenn ich nämlich vorgucke, dann kriege ich eh wieder nur ins Gesicht. Aber wir nehmen hier gerade nicht ein. Wahrscheinlich, weil so viele andere Sturmtruppen hier am Start sind. Bitcher Kill Assist. Immerhin. Guck er. Boah. Oh Gott. Macht er den Hubschrauber? Wieso ist er denn nicht down gegangen? Neue Kontrollpunkte werden geortet. Nice, wir haben es geschafft.
Hä? Den hab ich schon getroffen. Boah, guckt euch das an, ey. Was für eine geile Action hier, Leute. Richtig geil. Geil ist das. Ich bin auch mal sehr gespannt auf den Star Wars Film. Ich bin da nicht so krank, dass ich da direkt, dass ich direkt Premiere-Karten habe oder so, aber ich werde mir das schon recht schnell angucken. Ich dachte auch, denke mir auch, dass der gar nicht so schlecht wird, wie viele sagen. Ach, guck mal, das ist jetzt der dritte Punkt. Wahrscheinlich der letzte. Wenn wir den holen, haben wir gewonnen. Vermute ich einfach mal, weil es nur einer ist. Wir haben auch 10 Minuten Zeit jetzt und nicht mehr nur 5 oder 6 oder wie viel es eben war. Okay, hier geht aber ordentlich Ramazamba, Junge. Oh Gott, ich brauche eine andere Waffe. Nehme ich doch wieder meinen Lümmel. Die L44 Blasterpistole. Gefällt mir richtig gut, Leute. Gefällt mir richtig gut. Finde ich ein bisschen schade, dass sie sich hier diesen Modus hier als DLC aufgespart haben. Ich meine, jeder kann eins und eins zusammenzählen. Jeder, der nicht total dumm ist, wird direkt wissen, dass das wahrscheinlich schon zum Release fertig war und einfach nur rausgenommen wurde wieder. Damit man sagen kann, oh, guck mal hier, Vorbesteller. Wir haben einen gratis DLC für euch, beziehungsweise ihr dürft ihn dann früher spielen, damit die Leute schön, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Ach, komm schon, Junge. Dass die Leute schön vorbestellen. Sie wollen uns hier schön verarschen. Ne? Im Prinzip ist es nichts anderes als das. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die das nicht schon früher released haben. Einfach zum Release schon. So wird man hier so ein bisschen verarscht. Und dann auch noch so ein geiler Spielmodus. Den hätte ich auf jeden Fall oft gezockt schon. Naja, aber jetzt ist er ja da, Leute. Ich kann mich freuen. Oh Gott, hier ist so viel los. Ich weiß nicht, was man da tun soll in dem Moment. Wenn man... Ich meine, ich kann irgendwo rumpimmeln. Na, das ist klar. Ich stelle mich irgendwo hin und warte, bis irgendjemand kommt und ziehe den dann um. Aber ich will ja Action. Und außerdem will ich ja auch gewinnen. Das kommt mir gerade ein bisschen... Ein bisschen krass vor, da reinzukommen überhaupt. Wenn die nur einen Punkt verteidigen müssen und da auch noch ihren Respawn direkt haben und wir noch ein ganzes Stück laufen müssen, dann braucht man auf jeden Fall Fahrzeugunterstützung, würde ich so vermuten. Und der hat Fahrzeugunterstützung, die Penisköppe. Da versucht jetzt einer von der Seite wegzunaschen. Ja, da kommt wieder einer. Ich versuche das mal dasselbige. Versuch mal hier ein bisschen... Yeah. Versuch mal hier ein bisschen für Stress zu sorgen. Ja, nur weil du schwarz bist, heißt das nicht, dass du es drauf hast, Junge. Das heißt nur, dass du viel Zeit hast. Das war knapp. Ich kann auch mal meinen Sichtimpuls benutzen, ne? Ich bin auch schlau. Sichtimpuls! Und er sah, dass einiges los war. Boah, geh weg, Junge, geh weg. Nix gut, Idee. Kontrollpunkt erobert! Jawohl, Leute, wir haben es geschafft. Erobere einen Kontrollpunkt. Sieg! 17 zu 8 nachher zum Schluss noch. Gar nicht so schlecht dann. Hat da mal eine kleine Step You From Behind Aktion noch einiges gebracht. Ja, vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Hier zum DLC Star Wars Battlefront Battle of Jakku, oder Schlacht von Jakku. Oder Jakku, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Wenn es euch gefallen hat, Leute, schaltet öfter ein, wenn euch Star Wars Battlefront sowieso allgemein gefällt. Schaltet bei mir ein, lasst mir ein Abo da, liked mich. Und so weiter, alles was dazugehört. Also wie gesagt, jeden Tag bei mir Star Wars im Programm und auch noch andere Let's Plays. Heute wird wahrscheinlich noch eine zweite Folge kommen, ich bemühe mich. Schaltet ein, Leute, bis dann, ciao, ciao, euer Silent.